So, willkommen zurück zu Yoshi's Island für den DS. Wir sind schon ganz gut vorangekommen und machen jetzt weiter mit Level 1, 3. Flinke Füßchen. Wollen wir mal sehen. Ach, das war das, genau. Ja, ihr merkt schon, warum das Level flinke Füßchen heißt. So. So ist besser. Deswegen nämlich. Stücke deinen Gegner durchdrücken, das Signum, denke dann Eier, wenn du zu unten drückst. Assistierend, Eier verschießen, ja, das wissen wir ja schon mittlerweile. Und diese Wände, die ihr da vorne seht, diese, ja, Sand- oder Geröllwände, was auch immer das sein sollen, die können wir den Pindaya zerstören. Ja, und wenn die Eier voll sind, kommt da keiner mehr raus. Ja, genau so können wir nämlich die kaputt machen. Alles easy. So, noch ein paar Sterne bekommen. Noch nicht. Beziehungsweise nicht ganz. Durch, werde ich los. Und weg. Das war dumm. Volltreffer. Und doch, das ist easy. Ich liebe es, die Dinge aufzusmash mit den Eiern. Macht schon Spaß, das Spiel. Das ist ein nice Yoshi's Island Ableger. Gut, musikalisch muss ich sagen, ist der andere Teil, also der SNES-Teil, teils besser, aber auch das Game hat coole Sachen zu bieten. Diese runden Dinger sind keine Gegner, du kannst damit, ja, es ist ein Stein und wir können diesen Stein halt rollen. Das war so. Ah, sowas, okay. Ja, sie sind teils ein bisschen, ich glaube, die sind unterschiedlich von der Zeit her, oder? Weiß. Ach, verdammt. Manche dauern länger. Andere extrem kurz wie diese hier. Das ist aber alles auf normalen Zeitlevel. Auf humaner Zeit. Alles gut. Machbar. Ja, da wird nochmal die Stampfattacke erklärt. Also quasi das. So kämen die Kisten auf. Und in den Dingern hier, die man hier sieht, ist auch teils was drin. Das war verschossen. Und was kriegen wir denn da oben Schönes?
Ach, stimmt das, genau. Ja, diesmal werden wir nämlich getragen von so einer Art, ja, Känguru oder so. Yay, sonst können wir richtig gut Leben abgreifen. Wir können eine Menge Leben abgreifen, merke ich gerade. Und noch eine Blume. Das hat coole Ideen, dieses Spiel, muss ich sagen. Es hat echt sehr coole Ideen parat. Und eine recht coole Grafik. Naja, ich habe die Frames habe ich ein bisschen runtergestellt, jetzt auf 48. Weil 60 ist, glaube ich, doch ein bisschen sehr viel. Aber ich denke mal, es kann sich trotzdem gut sehen lassen. Ja, diese Blöcke können wir mit aufsmashen. Und hier muss auch noch was drin sein. Ja. War's auch. Was ist das denn, ein starker Wind zu wehen? Warum nutzt du nicht die Energie des Windes, um mir einen Weg durch die Wolken zu bahnen? Na, ich glaube. Das geht noch nicht. Bräuchte man, glaube ich, was anderes. Ah, nein, Yoshi. Andere Fähigkeit, wer weiß. Jedenfalls hat es gerade nicht so geklappt, wie ich mir das dachte. Aber naja, und wir kriegen einen One-Up. Sehr schön. Und wir kommen zum ersten Mini-Schloss, sozusagen. Und ja, es ist ein Minischloss. Es ist kein großes Castle, es ist ein Minischloss. Fest der Gebrüder Xilabo. Wir erinnern uns vielleicht aus Yoshi's Island. Da war ja dieser Obelix-Verschnitt. Also einen kleinen Kritikpunkt, die ich da schon so ein bisschen bei der Castle-Musik. Na gut, ich glaube die, ja, die kann ich vergessen. Da war ich zu langsam. Aber da muss ich sagen, gefällt mir die Castle-Musik aus Yoshi's Island, wenn ich es gerade so vergleiche, aus dem Super Nintendo-Teil, doch ein bisschen besser. Nein, 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 nein. Das ist jedenfalls Geschmackssache, aber jedenfalls mir gefällt die. Oh, es ist ein Gnome. Musik aus dem Super Nintendo-Teil doch ein bisschen besser. Nein, ich werde nur die.
Neugier, was sich unter dir befindet, drücke das Steuerpatron, um es herauszufinden. Ich glaube, da oben kommen wir, glaube ich, auch erstmal nicht rein. Ja, für bestimmte Sachen braucht man nämlich so gewisse Sachen. Was ich gerade gemacht habe, brauche ich gerne mal um. Was war das denn gerade? Um quasi nach. Ach, ihr wart das. Um quasi mal teils nach unten zu schauen. Ich sagte nach unten zu schauen, nicht nach unten zu fliegen, Yoshi. Wir haben zum Glück einen Checkpoint eingesammelt. Jetzt mache ich mal kurz was gucken. Bleibt die Münze jetzt eigentlich gespeichert? Nee. Natürlich nicht. Okay, unten ist die Luft rein. Das Geräusch, was sie machen. Witzig. Tut mal. Na gut, da komme ich jetzt auch noch nicht ran. Ihr habt schon gemerkt, an manche Sachen kommen wir mit diesem Yoshi einfach nicht ran. Beziehungsweise hätte ich es vielleicht mit einem. Hatte ich es so geschafft? Weiß es gar nicht mehr. Es ist schon Ewigkeiten, ja, seitdem ich es mal richtig gespielt hatte. Ach ja, hier. Oh, ich kenne dich ja von Yoshi's Island schon. Das war ein nicer Double Kill. Ich muss ganz kurz mal was verschieben. So sehe ich nämlich ganz gut die den Aufnahmetimer von OBS. Das war knapp. Es wurde ein bisschen spät. Aber es ist nicht so dramatisch. Den nehme ich mal mit. Kann ich gut gebrauchen. Ach komm.
Wir haben sowieso keinen Schuss mehr. Weg mit dir, Piranha-Pflanze. Ach, verdammt. Das war ein Fehler. Ich hätte bestimmt eine Blume hier bekommen können. Aber ich kann da unten was Tolles kriegen. Oder ich muss es sogar machen. Okay, das musste ich machen. Das ist sogar schon die Boss-Tür. Sieh an, die nervensäge Yoshi, du willst immer den Spaß verderben, aber diesmal nicht. Gebrüder Xilimo schafft mir die Eidechse vom Hals. Das ist übrigens ein Dino, Kamek. Nur so als Info. Ja, das ist das gleiche Prinzip wie bei... Ach da. Im Prinzip ist es das gleiche wie bei den anderen. Wie beim Xilibo aus Yoshi's Island 1. Nur dass es diesmal zwei waren. Easy. Und drei Leben kassiert. Yay. Ich würde sagen, nächste Stage machen wir noch. Rückenwind. Was war das denn nochmal für ein Level? Storchhaltestelle. Das ist eine Storchhaltestelle. Berühre sie, um den Storch zu rufen. Babytausch. Immer wenn du den Storchmittel berührst, kannst du Babys tauschen. Hier ist halt deine Fähigkeit. Lernen sie alle kennen. Ach so, stimmt. Jetzt können wir die Babys tauschen. Und ihr merkt, wir sehen schon mal eine neue Fähigkeit. Peach hat nämlich diesen schönen Schirm. Zum Beispiel. Welche Fähigkeiten wir noch kennenlernen werden, das werde ich euch jetzt aber nicht verraten. Das werdet ihr dann im Verlauf des Spiels noch erleben. Peach ist schon cool mit ihrem Schirmchen. Mal, ist das so möglich? Na komm. Das ist so möglich. Na gut, hier oben scheint aber nichts weiter zu sein. Aber da oben ist eine Münze. Also eine größere Münze. Hm.
Hab ich das gerade von der Entfernung aus getroffen? Interessant. Ah, ich sehe schon, wie ich den Monster komme. So, nämlich. Das versteckt nämlich eine Blume. Oh ja, du standst perfekt. Not. Was ist denn nicht ganz oben? Ach so, weiter geht's nicht. Okay, das mache ich gleich. Ich sehe mich da drüben noch was. Eine Blume nämlich. Alles klar, dann hätten wir das auch geschafft. Nice. Und die Zeit ist gut. Dann würde ich sagen, das gucken wir uns das nächste Mal an bei Yoshi's Island für den DS. Bis zum nächsten Mal.